Hallihallo, willkommen zurück zu Java. Ja, wir werden jetzt weiter programmieren an unserem Raytracer, der hier wundervoll in Java funktionieren soll, in unsere String-Komponenten hier rein rendert. Und ja, dazu brauchen wir, also ich mache jetzt gleich mal weiter, damit ihr nicht gelangweilt werdet und irgendwas überspringt hier, denn ich möchte ja, dass es euch gefällt. So, also wir brauchen hier noch eine weitere Methode, und zwar die setPixel-Methode. Die sollte natürlich auch static sein, dass man die möglichst ohne Kontext aufrufen kann. Und wir brauchen natürlich eine X-Koordinate, wo wir sie setzen wollen, und eine Y-Koordinate und die Farbe. So, ist immer noch nicht das Raytracing, aber man braucht natürlich auch ein paar Methoden, die nicht so Raytracing-technisch sind, damit das Ganze auch funktioniert. Gut, also wir sagen einfach Output Inst gleich Get Output, damit wir auch wissen, wo wir rein rendern wollen. Und dann sagen wir hier drin if so. X, wenn, also wenn natürlich in unserer Breite wir außerhalb des Fensters sind, also wenn die Breite minus 1, ja, wenn wir halt außerhalb des Bildes liegen mit der Breite oder mit der Höhe, dann rendern wir nicht. Minus 1, beziehungsweise dann tun wir einfach gar nichts. Oder wenn wir kleiner 0 sind, denn das würde uns jeweils einen ziemlich fiesen Error geben. Und das wollen wir natürlich alles nicht haben. So, oder y kleiner 0. Dann gehen wir einfach raus und tun gar nichts. Wir geben auch keinen Fehler zurück, denn es könnte ja einfach Absicht sein, dass man außerhalb des Bildbereichs irgendwelche Kugeln hat oder irgendwelche Sachen und da nicht drauf geachtet hat. Und das möchte man dann einfach angeben. Und ansonsten setzen wir einfach diese RGBs. Und XY-RGBs sind schon die richtigen Werte. Ja, alles gut. Könntest mir vertrauen. Und wir rufen hier drauf ins.repaint auf. Und diese Repaint-Methode, ups, nicht Repain, nicht Zurückschmerz. So, diese Repaint-Methode ruft intern auch diese Paint-Component-Methode auf. Das heißt, wir zeichnen jedes Mal auch dieses Canvas neu rein. Und ja, das ist quasi das, was wir hier machen wollten. So, das wird jetzt auch wahrscheinlich zum ersten Mal unser richtig objektorientierter Entwurf werden. Bisher habe ich hauptsächlich in die Main-Methode reingeschrieben. Jetzt möchte ich natürlich hier noch einen Raytracer haben. Und diesen Raytracer, den rufen wir hier einfach auf mit New Raytracer Klammern Punkt Trace. Trace, sagte ich. So, das gibt uns jetzt natürlich Fehler, weil wir alles noch nicht gemacht haben. Aber es macht die ganze Sache einfacher, denn ich kann hier einfach auf Create Class gehen und schon sind wir fertig. Gut. Ja, dieser Raytracer hat natürlich immer noch keine Trace-Methode, deswegen sagen wir einfach hier Create Method und schon haben wir alles, was wir brauchen, müssen jetzt nur noch diese Sachen implementieren. So, ja, was wir bei einem Raytracer brauchen, ich habe es euch das letzte Mal gezeigt an diesem komischen Bild, ich werde es jetzt nicht nochmal alles erklären. Das hier ist die Kamera, das hier sind Lichtquellen und das hier sind Objekte und das hier sind Strahlen. Das sind quasi unsere Komponenten, die wir brauchen. Und wir werden die jetzt alle nacheinander, mehr oder weniger vielleicht auch ein bisschen durcheinander, ja, schreiben. Anfangen möchte ich mit der Kamera, denn die Kamera ist quasi das, was wir als erstes brauchen. Und deswegen sage ich einfach Kamera, Kamera gleich New Kamera. Hört sich ziemlich redundant an, aber das macht gar nichts. Wir kreieren hier eine Klasse und das ist auch schon so okay. So, jetzt zu dieser Kamera. Die Kamera ist relativ komplex zu verstehen und deswegen versuche ich mein Bestes, euch das jetzt ein bisschen näher zu bringen. Ich versuche auch mein Bestes, das Ganze zu zeichnen. Mal gucken, ob ich es hinkriege. So, also wir haben hier einen Vektor, beziehungsweise ihr müsst jetzt quasi immer nur noch in Vektoren denken. Ja, stellt euch das erstmal folgendermaßen vor. Wir haben hier einen Aufvektor, also das ist erstmal nach oben. Hier haben wir unsere Kamera. Ich male das jetzt mal hier so mit ganz normale Kamera hin. Na, komm schon. Lass mich. So, eine Kamera und die hat hier in der Mitte so eine komische Linse, wie man die von der Kamera kennt. Ich male die jetzt nicht dreidimensional. So, und dann haben wir einige Vektoren. Das geht, also man guckt in diese Richtung hier. Das ist der View-Vektor sozusagen. Und von diesem View-Vektor brauchen wir natürlich noch ein paar andere. Hier ist
der Vektor nach rechts von der Kamera und hier ist der Vektor nach hinten von der Kamera. Warum ich die brauche, die sind deutlich leichter zu berechnen. Das soll übrigens direkt nach hinten sein. Die sind deutlich leichter zu berechnen als der Vektor nach vorne. Beziehungsweise um den Vektor nach vorne zu berechnen, braucht man alle anderen. So, und wie man sieht oder auch nicht sieht, ist diese Kamera leicht nach vorne geneigt. Und deswegen ist der Aufvektor nicht identisch mit dem Aufvektor von der Kamera. Das heißt, wenn ihr den Kopf nach vorne neigt, dann ändert sich dieser Vektor hier, wohingegen dieser Aufvektor, der ist immer gleich. Und ihr könnt jetzt hier im dreidimensionalen Denken und ihr könnt euch vielleicht schon vorstellen, wenn wir hier so ein Koordinatensystem haben, so, und das, upsala, na, lasst doch los. Jetzt habe ich da unten wieder so einen Fleck rumfahren, super. Also wenn wir jetzt hier so ein Koordinatensystem haben, das hier ist x, das ist y und das ist die z-Achse. Oh Gott. Wird immer schlimmer hier. So. Es ist wirklich nicht einfach mit der Maus zu malen, glaubt mir das. Okay, dann haben wir hier für diesen Vektor, für den Abvektor, haben wir einfach nur 0, 1, 0. Der geht einfach nur steil nach oben. Während wir für die anderen Vektoren, da müssen wir was berechnen. Und diese Berechnungen, die sind gar nicht so schwer, wie man denken würde. Denn wir haben folgende Möglichkeiten. Ja. Ich würde sagen, ich wechsle wieder zum Code rüber. Ich glaube, die hier war es genau. So, also wir haben hier einen Private Vector 3D. Und den Vektor 3D-Klasse, die müssen wir auch noch schreiben. Die machen wir dann das nächste Mal, weil wir schon wieder bei Minute 7 sind. Aber das ist einfach stinknormale. Ja, stellt es euch einfach als Vektor vor, also als drei Zahlen, falls ihr nicht wisst, was ein Vektor ist. Drei Zahlen, die uns angeben, quasi in welche Richtung wir gehen. Also, der erste gibt die x-Richtung an, der zweite gibt die y-Richtung an, die dritte Koordinate gibt die z-Richtung an. Und zum Beispiel von hier nach hier, upsala, von hier nach hier, oder nee, von hier nach hier wäre ganz einfach, das ist ein Vektor, dieses Pfeilteil hier jetzt, der geht von diesem Punkt zu diesem Punkt und hat zum Beispiel die Länge. Ist jetzt wie weit er weg ist. Also wenn ich jetzt sage, hier ist x gleich 0, so, ich habe ja keinen Pinsel, hier ist 0, boah, und hier ist 3, dann ist es der Vektor 3, 0, weil er nicht in Y-Richtung geht und er geht nicht in Z-Richtung. Furchtbar sieht es aus. 3, 0, 0 also. Okay, zurück zum Raytracing. Wir haben hier einen neuen Vektor 3D. Und also das ist der Abvektor jetzt. 0, 1 und 0. So, das haben wir geklärt gehabt. Das ist relativ easy. Okay, so, jetzt haben wir einen Vektor fürs Auge. Also nicht unbedingt einen Vektor, sondern eher eine Position des Auges. Oder nicht Auge, Kameraposition sozusagen. Und ich habe den Eye genannt, deswegen habe ich auch die ganze Zeit Auge gesagt. Private Vector 3D. So, hier kann man sich irgendwas definieren. New, okay, das geht noch nicht, klar. Vektor 3D. Warum nicht 3D-Vektor? Weil das einen Java-Fehler schmeißt, wenn man Zahlen an den Anfang von Klassen stellt. Das geht nicht. Okay, hier haben wir dann, sagen wir einfach mal 0, 0 und 10. Kann man sich, wie gesagt, aussuchen. Und ja, dann haben wir noch einen Z-Vektor. Private Vektor 3D Z. So, warum ich die alle groß schreibe, ist auch folgendes. Ich brauche nachher die Variablen in klein auch noch und deswegen habe ich die hier einfach mal groß geschrieben. Gut, so dieser Z ist jetzt quasi, wo ist unser Bild, also wo möchten wir hingucken sozusagen. Und da habe ich jetzt einfach mal 0, 0, 0 genommen. Das heißt, wir gucken in Richtung des Ursprungs. Und hier würde ich vielleicht ein Minus noch vorne dran setzen, das ist eigentlich relativ egal, wo man die Kamera platziert. Man guckt halt immer in Richtung von diesem Vektor hier. Also in Richtung Ursprung. Okay. So, und ja, jetzt müssen wir leider ein bisschen springen. Und ich glaube, das reicht schon wieder für dieses Video. Versucht euch das hier nochmal ein bisschen klar zu machen. Vielleicht googelt ihr auch mal nach einem schöneren Bild dazu.
wie das beim Raytracing mit der Kamera aussieht. Und ja, wir hören uns beim nächsten Mal. Genau dann machen wir genau da weiter, wo wir jetzt aufgehört haben. Und wir hören uns. Bis dann. Ciao, ciao.